So, moin zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Heute seht ihr meine ersten Schritte auf der PS5. Ich will euch mitnehmen, um zu zeigen, wie ich zurechtkomme, wie dumm ich mich anstelle auch vielleicht, wie ich auf die Schnauze fliege in einem Gameplay oder so und vielleicht noch ein paar lustige Fun-Sachen machen. Jetzt sichere ich mir erstmal meine Pro-Club-Zukunft, indem ich einfach eine Transferanfrage schicke an den guten Verein von Michel. Hier, guckt euch das an. In knapp über 180 Spiele 415 Scorer gesammelt. Das ist einfach super, der Wert. Einfach fantastisch. Da sieht man einfach grob zusammengefasst, was Michel einfach drauf hat. Und da freue ich mich, mal in naher Zukunft angreifen zu können. Sogar zweimal Liga 1 gewonnen. Also ich sehe meine Zukunft auf jeden Fall dort. Die Gesamtstärke von meinem Pro ist zwar eine absolute Vollkatastrophe, aber zu FIFA 23, wenn wieder jeder bei Null anfängt, bin ich auf jeden Fall startklar und bereit. So, jetzt gucken wir mal beim Baum im Büro rein, was so alles noch vielleicht gehen könnte, Internet-Transferplanungen für diese Transferphase. So, erste Amtshandlung. Baumi wartet in seinem Büro. Da kommt er rein. Bratzo, mein Lieber, siehst aber komisch aus. Kennst du mich noch? Ich bin's, der Frank. Hock dich erstmal noch, du alter Rentner. Bratzo, ich habe gehört, ihr wollt diesen Bounassar unbedingt loswerden, beziehungsweise, ja, wir sollen den mal holen. Ich habe gedacht, komm, ich mache dir mal ein super Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Guck mal, Bratzo, wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Wir sind beide alt, wir sehen beide scheiße aus, wir haben beide zur gleichen Zeit aktiv Fußball gespielt, waren beide jeweils der schlechteste Mann auf dem Feld von dem jeweiligen Verein. Jetzt sind wir bei unseren Vereinen auch noch in der Führungsrolle aktiv, sind Geschäftsführer und verhandeln jetzt um einen Transfer von Bounassar. Ist das nicht toll? Fantastisch, oder? Ja, Bratzo, gell, wir kennen uns ja noch. Wenn wir Zweikämpfe gegeneinander geführt hätten, weißt du noch, haben wir beide den Ball verloren. Einfach genial. Aber jetzt erstmal zum geschäftlichen Bounassar. Ey, wir könnten noch einen Außenspieler gebrauchen und ihr wollt ihn loswerden. Ich habe gedacht, hey, ihr habt jetzt Lewandowski verloren und Mané zwar schnell Tiki-Taka und so, aber Kopfballstärke ist ja verloren gegangen. Deswegen mein Angebot. Guck mal, Bratzo, ihr habt hier einen super 2-Meter-Hühne. Ich gebe dir sogar noch ein bisschen Transfergeld dazu. 2,5 Millionen. Das ist ein super Deal. Nick Woltemade, absolut robuster Stürmer, 2 Meter groß fast. Absolut kopfballstark. Also wenn man das nicht macht, komm, haben wir doch beide was. Freundschaftsdeal. Komm. Bratzo, na, was sagst du? Nick gegen Bounassar. Oh, Bratzo. Warum nimmst du den Nick nicht? Er will doch zum FC Bayern. Da gehört er hin. Er ist super. Wirklich, er ist grandios. Willst nicht? Na, okay. Obwohl wir doch beide in unser Prime waren im momentanen Transfersommer. Hätte ich jetzt mit dem Deal dich unsterblich machen können, aber so muss ich jetzt leider zurückfahren. Nick, du Haufen Scheiße, ey, verpiss dich. Nur 200.000 Euro, das zahle ich. Hau ab, auf Nimmerwiedersehen. Jetzt geht's darum, einen potenziellen neuen Kapitän zu verpflichten, einen Stammspieler, einen Sechser. Mats, hallo, setz dich, komm. Siehst aber gut aus. Hättest dich doch nicht so schön machen müssen. Ein unterschriebenes Trikot für Philipp hätte auch gereicht. Dann hätte seine hässliche Real Madrid Trikots endlich wegwerfen können. Auf jeden Fall, Mats, ich will dich als Kapitän, als Schlüsselspieler verpflichten. Ich habe alle YouTube-Videos von Marini gesehen. Das hat mich so begeistert. Mittelfeld, Sechserposition, definitiv sogar Kapitän. Über 5 Jahre, Mats. Wäre doch ein guter Deal. Ei, Mats. Mach mal 3. 3 Jahre. Hey, Mats, du bist doch noch voll fit. Bist doch noch jung. Erst 33. Freigabesumme. Mats, das brauchen wir nicht. Ja, sehe ich genauso wie du. So. Komm, Mats. Ach, für dich sprengen wir einfach unser ganzes Gehaltsgefüge. Ist doch scheißegal, Mats. Das passt einfach. Ich vertraue dir, ich will dich in der Offensive sehen, wie jeder Fan. Zack, 100.000, ja, da sind wir einverstanden. Mats Hummels wechselt an die Weser. Matthias Sammer schlägt ein, Mats auch.
sieht es nicht toll aus. Woltemade nicht mehr da. Bittencourt mit einem roten, keine Ahnung, wie er das hingekriegt hat. Mats Hummels jetzt als Kapitän in der Mannschaft. Mit der dynamischen Taktik kann man das damit Niklas Stark in-game schön wechseln. Dann passt das doch perfekt. So, dann wollen wir mal den guten Mats in Aktion sehen. Live jetzt, natürlich vorne drin. Kauft euch übrigens noch alle Adidas Numbers ab. Mats Hummels mit Finisher ein. Hier haben wir das Team. Olivai und Immobile will ich jetzt eigentlich nicht spielen lassen, weil die sollen ja in ihrer Serie dann, die am Sonntag kommt, die Folge, die neue, auftreten. Von dem her sollte ich mich nach einem neuen Stürmer umschauen, der neben Mats dann gleich vorne spielt für zwei Spiele. Stell dir vor, du hast zu dem Zeitpunkt knapp 4 Millionen Coins zur Verfügung und kannst ja alles holen, was du willst. Das ist so ein geiles Gefühl. Ich habe mich fürs Latan entschieden. Absolute Maschine. Ein paar hassen ihn, ein paar lieben ihn. Ja, kennt ihr das, wo er bei The Zone den FIFA-Walkout im Real Life fabriziert? Das ist so krass. Wirklich. Da ist halt immer die Frage, ist das wirklich legitim, dass er das so machen darf? Ich sag ganz klar, ja, ich bin absolutes Latan-Fan. Der Typ ist ein Genie. Und deswegen ab ins Team mit ihm. Bin echt mal gespannt, wie ich jetzt mit dem neuen Gameplay zurechtkomme. Ob ich damit klarkomme oder ob ich komplett auf die Fresse fliege. Ist mein erstes Spiel, wir werden sehen. Sowas sehe ich einfach ekelhaft. Oh mein Gott, ey, ist die erste Aktion. Das Gameplay fühlt sich an. Mein Ping ist scheiße wie noch was. Gameplay fühlt sich an wie, weiß nicht, als hätte man Yogi in den Arsch gelangt. Ey, die Bewegungen sind ja noch langsamer als auf der 4. Heilige Scheiße, ey. Wow, ich komme irgendwie durch. Mit Ruckler, mit Lex und alle Müller. 1-0. What? Hier ruckelt alles, hier leckt alles. Ich komme null mit zurecht, aber ich führe. Oh mein Gott, ey. Hingehen, hingehen, Tennisschlägern. Und aus, aus. Hipsi. Micha. Ablegen. Gomez! 2-1. Also die PS5-Version, die fühlt sich schon sehr, 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 sehr komisch an, muss ich sagen. Und der Gegner quittet einfach, der hat die Schnauze voll. Mein erstes Spiel, ich hab's gewonnen, obwohl ich null damit zurechtkam. Die Miro-Serie, die werde ich definitiv auf der PS4 fortsetzen, weil ich den Ausgang nicht gefährden will. Das ist schon mal sowas von bombensicher. Außer würde das natürlich komplett anders sein. Ich hoffe, dass mein Ping jetzt hält. Wenn irgendwas noch nicht perfekt passt mit Einstellungen vom Audio her, ich bitte es zu entschuldigen. Ich muss es auch erstmal ausprobieren. Deswegen mache ich ja dieses Video so als Einführung, als Test. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich nochmal gewinne. Mann, 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 ey, ich muss so fix sein unterwegs, so konzentriert sein, damit es was wird hier. Marco Reus, Marco Reus, Marco Reus! Aber die Schüsse sind irgendwie geil. 1-0. Mein Controller vibriert komplett, hoffentlich explodiert er nicht. Jetzt müssen wir ja auch noch Controller-Updates machen, richtig kranke. Was ist denn jetzt schon alles so? Gib Mats Hummels! Latte! Oh. Nein. Jawohl, er schießt mich an. Ey, guck es dir an. Genau der gleiche Scheiße hier auf der 4. Nein. Weg, 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 weg. Ey, ist das furchtbar, echt. Hier wird nichts besser, alles schlechter. Ey, er passt einfach durch. Ich will jetzt auch mal einfach nur drauf schießen, den Ball gewinnen. Noch! Oh, guck mal, eine Einladung vom Gegner. Für Mats Hummels. Mats Hummels, Außenrissfreistoß. Jawoll. Wunderschön. Hat er nicht gedacht, dass der reingeht direkt von Mats. Aber Mats Hummels mit Finisher. Hat er gerade super funktioniert. Von dem hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn der nochmal reinfliegen würde. Komm schon, Mats Hummels. Mats Hummels. Haben durch. Zlatan. Gegner versucht zu faulen, das Arschloch.
Versuch mit der PS4-Mechanik irgendwie da durchzukommen. Hummels jetzt. Mats Hummels. Mit Finisher mit dem Außenriss. Er macht ihn. Und jetzt schön tanzen, Boogie Dance. Okay, dann halt nicht. Haben wir. Reus. Hummels! Krieg bitte den Tennisschläger angewählt, ey. Hä? Was ein Schwachsinn? Ich muss halt nur meinen Zweikampf reinfinden. Jetzt habe ich es geschafft. Links raus. Jawohl. Marco Reus. Komm schon. Einfach nur reinlegen, du Zlatan! Wir führen 3-4, Mann! Einfach umhauen. Ey, die Gretchen sind ja miserabel, ey. Wirklich. So ein Dreck, ey. Jawohl. Also, die Spielmechanik ist schon, boah, sehr, sehr schwerfällig, sehr, sehr krampfig von den Bewegungen her. Die Gretchen waren miserabel. Die Gegner schlechter als auf der 4. Nur am Bunker, nur am Spieler scheuchen dann. Es ist wirklich Katastrophe. Aber wir konnten uns auf unseren Mats Hummels Adidas Numbers Up mit Finisher verlassen. Er hat 2 Tore gemacht. Und dass ich trotz dann schlechten Österreich-Urwald-Internet trotzdem noch die Spiele gewonnen habe. Beide hätte ich nicht gedacht. Aber ich freue mich natürlich. Ich hoffe, ihr habt euch auch gefreut über das Video, dass es euch Spaß gemacht hat, dass es euch gefallen hat. Was ich jetzt noch anmerken muss, ist natürlich das FIFA-Menü im Vergleich zur PS4-Version. Fühlt sich an, als wäre das hier ein Raketentriebwerk. Also das ist ja brutal der Unterschied. Aber Gameplay-technisch, Leute, ist genau der gleiche Rotz wie die 4er-Version. Bin gespannt auf FIFA 23. Aber jetzt die neue PS5-Version jetzt, zu lernen, macht für mich keinen Sinn. Von dem her werde ich eher schon mit der alten Version weiterspielen und bis FIFA 22 zu Ende ist, spielen. Definitiv. In dem Sinne, Leute, ich bin raus. Macht's gut. Man hört sich zum neuen Video wieder und ciao, ciao.